Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Gran Turismo 7, die 7 besten Geldtricks. In diesem Video zeige ich euch die 7 Geldtricks mit kompletten Rennen. Ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch komplett das ganze Rennen anschauen. Deswegen ist das Video auch sehr lang. Aber ich habe auch eine kurze Version von diesen Geldtricks hier auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen und dieses Video habe ich in der Beschreibung verlinkt. Das Video heißt Gran Turismo 7, Geld extrem schnell und extrem viel verdienen. Ja, extrem schnell, weil es kurze Rennen sind und extrem viel, weil man in einer Stunde richtig viel Geld gewinnen kann. Und los geht's schon zu Geldtrick Nummer 1, das komplette Rennen und am Ende zu der Siegerehrung, da wo es das Preisgeld gibt, da sage ich euch nochmal, wie viel Rennen ihr in einer Stunde fahren könnt und wie viel Geld das denn insgesamt ist in einer Stunde. Und ganz wichtig noch als Information, liebe Leute, mit dem Preisgeld. Ich fange hier mit dem ersten Rennen an. Das ist das niedrigste Preisgeld, wenn man das hintereinander macht, was man in einer Stunde verdienen kann. Und bei jedem Rennen wird das Preisgeld immer höher pro eine Stunde. Ja, also nicht unbedingt das Preisgeld, was man für das Rennen gewinnt, für ein Rennen gewinnt, sondern es ist ausschlaggebend, wie viel Preisgeld gewinnt man in einem Rennen, wie oft kann man das Rennen in einer Stunde fahren und dadurch ergibt sich eine Gesamtsumme und diese Gesamtsumme, die wird pro Rennen, was ich euch zeige, immer höher. Also das Preisgeld, was ihr in einer Stunde mit einem bestimmten Rennen erreichen könnt, wird pro Rennen immer mehr. Insgesamt zeige ich euch ja 7 Rennen hier in meinem Video und es wird immer, immer mehr. Jetzt befinden wir uns gerade noch in einer Stunde unter 1 Million, aber es wird immer, immer mehr und wir kommen auch über 1 Million und auch deutlich darüber. Aber das erkläre ich euch, beziehungsweise sage ich euch immer nach dem Rennen, wenn das Preisgeld angezeigt wird. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem weiteren Rennen und ich melde mich wieder zurück bei der Siegerehrung. Ganz wichtig noch, was ich noch erwähnen möchte, das Preisgeld, was ich euch zeige, ist immer ein fehlerfrei Preisgeld. Ihr müsst also das komplette Rennen fehlerfrei fahren, dann bekommt ihr einen Fehlerfrei-Bonus von 50%. Das heißt, ein Rennen hat ein bestimmtes Preisgeld für den ersten Platz. Das habt ihr sicher, wenn ihr den ersten Platz erreicht. Und zusätzlich, wenn ihr das ganze Rennen fehlerfrei gefahren seid, dann gibt es obendrauf 50% Fehlerfrei-Bonus. Ganz wichtig, immer darauf achten, das Preisgeld hier in meinem YouTube-Video ist immer das Fehlerfrei-Preisgeld. Wenn ihr aus Versehen einen Fehler macht, ist das Preisgeld deutlich niedriger.
Rennen ist beendet. Auf Highspeedring ungefähr braucht man hier 6 Minuten 30 bis 6 Minuten 40. Und bei fehlerfrei bekommt man 63.000. Das Rennen kann man dann in einer Stunde 9-mal fahren und hat dann 567.000. Kommen wir weiter zu Geldtrick Nummer 2. Der Clubman Cup auf Goodwood. Rennen ist beendet. Ungefähr 3,5 Minuten braucht man hier für ein Rennen und man gewinnt hier fehlerfrei Bonus 45.000. Das bedeutet, 17 Mal kann man das Rennen in einer Stunde fahren und kann dann insgesamt 765.000 gewinnen. Und es geht weiter zu Geldtrick Nummer 3.
Rennen ist beendet, ungefähr 8 Minuten, ein bisschen über 8 Minuten braucht man für das Rennen und gewinnt 121.500. Das bedeutet, man kann dieses Rennen in einer Stunde 7-mal fahren und hat dann 850.000. Kommen wir weiter zu Geldtrick Nummer 4.
Rennen ist beendet. Ungefähr 6 Minuten 30 bis 6 Minuten 40 dauert so ein Rennen und man gewinnt 97.500. Und in einer Stunde kann man dieses Rennen 9 Mal fahren und hat dann 877.500. Kommen wir zu Geldtrick Nummer 5. Thank you.
Rennen ist beendet und dauert ungefähr 6 Minuten. Man gewinnt hier 90.000 Credits. Das bedeutet, dass man in einer Stunde das Rennen 10-mal fahren kann und hat dann sage und schreibe 900.000 in einer Stunde. Kommen wir zu Geldtrick Nummer 6. Jetzt wird das Preisgeld schon über 1 Million werden in einer Stunde. Rennen ist beendet, ungefähr 3,5 Minuten dauert das Rennen und man gewinnt hier 63.000. Das bedeutet, dass man dieses Rennen in einer Stunde 17 Mal fahren kann und gewinnt dann in einer Stunde 1.071.000. Ja, das ist auf jeden Fall schon eine Menge Geld für Gran Turismo 7, liebe Leute. Kommen wir weiter zu Geldtrick Nummer 7. Das ist auch der letzte
Geldtrick hier im Video. Rennen ist beendet. Ungefähr 4 Minuten braucht man für so ein Rennen und gewinnt hier 78.000. Das bedeutet, dass man das Rennen in einer Stunde 15 Mal fahren kann und gewinnt dann in einer Stunde 1.170.000.
7 Geldtricks für Gran Turismo 7, liebe Leute. Auf jeden Fall, ich hoffe, das ist eine coole Abwechslung für euch. In der Beschreibung habe ich das Video verlinkt, Gran Turismo 7, Geld extrem schnell und extrem viel verdienen. Das ist eine Kurzfassung von diesen Rennen hier und ein Plus-Bonus-Rennen. Da kann man noch mehr Geld gewinnen. Könnt ihr gerne mal in der Beschreibung draufklicken und euch das Video anschauen. Geld extrem schnell und extrem viel verdienen. Extrem schnell, weil es kurze Rennen sind, und extrem viel, weil es sehr viel ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst hier doch gerne einen Daumen nach oben, liebe Leute. Und über ein Abonnement würde ich mich auch sehr freuen. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer viel Spaß bei Gran Turismo 7. Bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao.